Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir auf meinem Kanal. Sniper Elite V2. Ja. So. Ich würde sagen, wir starten einfach eine neue Kampagne. Einzelspieler. Neuspiel. Ja. Tadet. Ich habe schon mal angefangen. Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Lass das einmal mal durchlaufen. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich. Und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. So, wir müssen also verhindern, dass Hans von Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. Fünf der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen Kontaktagenten am Brandenburger Tor. Das war meine Chance, ihn auszuschalten, bevor er seine Aufgabe vollbringen konnte. Ich war bereit, konzentriert, zuversichtlich. Ich wusste noch nicht, dass dies die schwierigste Mission aller Zeiten für mich werden würde. Okay, so. Wir müssen einen am Brandenburger Tor killen. Das fängt ja schon mal ganz gut an. Mal sehen. Ach so, genau. Sensitivität sollte man in diesem Spiel nicht zu hohe haben. So, müssen wir einmal Fernglas benutzen. Das ist recht langweilig, das Tutorial. Deswegen mache ich es einfach schnell durch hier. So, sprinte. Oh, schon keine Puste mehr. Und, ja. Und eine Stolperfalle müssen wir bauen. So, nein, keine Landmine. Eine Stolpermine. Mit F benutzen wir ihn. So, einfach mal hier rüber. Zack. So, jetzt müssen wir in die Hocke. Das geht mit C, nicht mit Shift. So, jetzt müssen wir, glaube ich, einen Stein auswählen. Genau, da war. Erst dahin bewegen. Dann müssen wir die Wache mit einem Stein ab. Ich weiß es nicht. Denken. Nicht wesentliche Kommunikationen sind so. Da hinten einfach mal. So, dann können wir uns vorbeischleichen. So, jetzt sind wir schon drin. Jetzt müssen wir uns kriechen. Also, oh, komm schon. Du wirst eh nur verrecken. Komm schon. Ja, das schaffst du. Ja, man kann Kuh benutzen. Und dann kann man die Pistole ausbilden. Drei. Und dann, ja. Headshot. Ups. Das war, Fail. Ich hab vorbeigeschossen. Aber egal. Hier können wir dann eine Landmine, in die Leiche stellen. Und ja, die explodiert halt, wenn man drauf tritt. Jetzt müssen wir dahinter. Oh. Unfähig. So. Ich
glaube, das war's auch schon mit dem Tutorial. Tutorial. So. Wird das unser erster Kill? Vielleicht. So, der kann scheinbar nicht alleine die Tür aufmachen. Von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Der sieht ja aus. So. Ich hatte einen klaren Schuss. Der geringste Druck auf den Abzug. Und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben. Der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Ziel. Atmen halten. Dann. Zack. Und. Damn. Fuck, verschielt. Okay, so sollte man nicht schießen. Ach, ich habe ja das einfach, da habe ich keine Kugelballistik. Also, keine Kugelphysik. So, dieses Bild werden wir in dem Let's Play noch zigtausend Mal sehen. So, wo sind denn die? Oh, hallo? Ah, da. So, schon wieder. Und zack. Genau dadurch, durchs Ohr. Na super. Hören ist jetzt nicht das Einzige, das er nicht mehr kann. Er kann mehr nicht. Ups. Oh, Headshots sind mir eigentlich scheißegal. Okay, nein. Nein. Los, ich hab keinen Bock, immer so genau zu aimen. Der stirbt eh. Voll ins Herz rein. Ja, bewegt das Ziel. Wo sind denn noch welche? Wo schießt denn der? Wo ist denn der? Ah, da. So, einen klaren Headshot. Bam. Okay, so mittig war nicht, aber reicht ja. So, ich mach die Musik mal etwas leiser. Ist ja viel zu laut. Okay, so. So. Was ist noch hier? Hallo? Leute. Kommt raus, Leute. Ich gehe jetzt hier mal aus der Deckung. Habe ich ein Ziel? Genau da unten. Bevor ich hier den ganzen Tag rumhock. Ja, ein Landminenkill. Verschielt. Oh, und nicht. Nicht nachgeladen. So. Hätten wir das auch erledigt. Schon um einiges anders als im Battlefield. Mein Gott, ein Panzer. Ja, hallo Panzer. Wo ist dahinter? Kriech. Okay, du schaffst es. So, steh auf. So. Mein Gott. So, den schnell weg. Ups. Scheiße. Ah, da ist auch noch einer. Fuck. So, falls da einer kommt. Mann, der Thompson. Schnell nachladen. Zum Glück habe ich nur 5 Schuss verbraucht. So. Noch wer? Ja, ich bin hier irgendwo. 5.1 Headset, okay.
Na? Okay, das hört man relativ schlecht. Ich habe den Treiber, glaube ich, noch nicht drauf vom 5.1 Headset. Ah. Okay. Wo ist er? Möchte ich auch noch haben. Ah. Danke fürs Verschmieren. So. So. Ins Auge. Ins Auge ist immer gut. Auge gut, alles gut. Naja, oder so ähnlich. Ah, do. Do. Der ist auch weg. Ist da noch einer? Ja. Ey, ich hab den. So, jetzt. So, hast schon wieder. Sieht mich noch wer? Nein. Gut, dann würde ich sagen. Gehen wir runter. Nein, nein, nein. Das hätte ich nicht machen sollen. Da sind ja noch Gegner. So. Jetzt schnell wegsnipen. Dann der nächste. Nochmal. Ah, da. Oh, da war eine Mauer. Okay, da ist eine Flasche. Naja, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Er schaut in die andere Richtung. Sinnvoll beim Krieg. So, erstmal nachladen. So, Headshot. So. Wo sind denn die anderen? Hallo. Wer da? Da. Ranzoomen und abschießen. So. Voll durchs Gehirn. Noch sein nicht existierendes, muss man dazu sagen. Da hinten ist noch einer. Ja, der war knapp. Wenn ich jetzt aufstehe, wer sieht mich dann? Oder werde ich getroffen? Haben wir nicht. Jetzt einmal mal da runter. Eisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch vier übrig. Ja, da waren es nur noch vier. Mission erfolgreich. Weiter. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. So, jetzt gehen wir mal hier in, wie heißt denn das? Egal. Auf jeden Fall sehen wir hier die Map, bringt uns aber jetzt noch nicht so viel. So, hier können wir Waffen auswählen. Was nehmen wir denn? Die hier? Was steht denn hier? Was hat den höchsten Kaliber? Hören. So, 10 Schussmagazin, hohe Feuerrate. Boah. Mindert die Feuerrate. So. Nehmen wir einfach mal das, dann die Thompson. Können wir doch. Ja, wir nehmen die Thompson. Dann nehmen wir. Ja, mit Schalldämpfer kann man immer gut gebrauchen. So, dann starten wir mal. Okay, ich hätte da einen Schalldämpfer nehmen sollen. So, wurde ich gleich aufmerksam. Also, ich habe auf mich aufmerksam gemacht oder so. Immer schön schleichen, ne? Schauen, ob hier jemand ist. Und wenn ja, dann schön abschießen. Okay, der Kopfschuss war epic. In the run. Im Lauf. So, wo seid denn ihr Fratzen alle? Ja, ich seh ihn.